Ein schleimtastisches Hallo, liebe Freunde. Ich glaube, jeder Minecraft-Spieler hört mit Sicherheit gerne die Nachricht, dass Minecraft daran arbeitet, neue Holzarten einzuführen, oder? Vor allem die fleißigen Builder unter euch dürfte das auf jeden Fall sehr erfreuen. Und genau das wird nämlich mit dem 1.19 Wild Update auch passieren. Also nicht nur das Mangrovenholz, das wir bereits auf der Minecraft Live 2021 gezeigt bekommen haben, wird anscheinend Teil des Updates, sondern mindestens eine weitere Holzart. Und woher ich das weiß? Wie immer natürlich von einem Tweet eines Developers auf Twitter, der genau diese seltsame, noch unbekannte neue Holzart minimal angeteasert hat. Wir schauen uns das ganze Spektakel auch sofort an. Vorher würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet, da wir bald schon 300.000 Abonnenten haben. Kommentiert sehr, sehr gerne eure Meinung zu dem heutigen Thema. Und falls ihr auch der Meinung seid, dass Minecraft mehr Holzarten braucht, dann drückt unbedingt den Like-Button. Vielen Dank. Switchen wir aber direkt jetzt mal rüber zu Twitter. Dort gab es heute nämlich wieder interessante Dinge, die von einem Developer so geteilt wurden. Dieses Mal war es Corey Sheffiak. Er schrieb nämlich, durchschnittliche Falltür-Bild und angefügt dann an diesen Tweet hier diesen Ingame-Screenshot von ihm selber, der allesamt Falltüren darstellt, und während da die üblichen Verdächtigen bei sind, die man bereits schon länger kennt, rückt der Fokus der meisten Spieler aus der Community relativ schnell in die hintere rechte Reihe. Da verstecken sich nämlich wirklich minimale Pixel einer Falltür, die nicht so ganz ins Schema passt, und ich musste auch das Bild erstmal analysieren. Es ist wirklich krankhaft, also sobald irgendwas gepostet wird, wird dieser Tweet entweder allgemein analysiert, das Bild genau nur dran gezoomt, irgendwie aufgefrischt, was Farbe angeht, oder halt auch ein bisschen heller gemacht. Also das ist schon krankhaft, sobald was gepostet wird, und sie posten momentan einfach viel. Also gefühlt alle 2 Minuten sitze ich dann wieder am Rechner und analysiere irgendwelche Bilder, einfach um halt diese Videos dann hier zu machen. Und diese Pixel gehen so eher in die etwas rötlichere Richtung. Und nein, auch direkt nochmal hier der Hinweis, es ist nicht das Crimson Wood aus dem Nether. Diese sehen wir ja offenkundig links auf der Seite, neben der anderen Nether-Variante. Er hat es auch nicht sinnloserweise nochmal rechts hin platziert, dass er dann doppelt wäre. Warum sollte er das tun? Das macht absolut keinen Sinn. Sollte man eigentlich selber drauf kommen. Crimson Wood fällt also logischerweise weg. Wir wissen ja seit der Minecraft Live 2021, dass auch der Sumpf Holzzuwachs bekommt. Da kommen ja die Mangrovenbäume dazu und natürlich auch dessen Holzart. Und diese sieht so aus, oder sah damals zumindest so aus, wo halt dieser Clip hier veröffentlicht wurde. Und Stand der Dinge war damals eher so die bräunlichere Richtung. Geht eher so in die Richtung Jungle Wood, würde ich jetzt mal behaupten. Also Dschungelholz. Passt also nicht so ganz überein oder stimmt nicht so ganz überein. Um das aber auch nochmal etwas deutlicher zu machen, habe ich einfach mal kurz dann noch Photoshop geöffnet und die Farben einfach mal direkt verglichen. Also der Direktvergleich zwischen dem Farbton der Crimson-Variante und der unbekannten, da nochmal als kleiner Beweis sozusagen, dass das auch ein klarer Unterschied ist, würde ich jetzt mal behaupten, ist also kein Crimson Wood, wussten wir aber schon vorher. Dann aber nochmal extra ein Vergleich zwischen allen drei, also die ursprüngliche Mangroventextur von der 2021 weicht auch extrem von dieser Variante ab. Jetzt ist es aber natürlich so, muss man das auch in irgendeiner Form mit Vorsicht genießen, denn es kommt schon mal vor, dass Spiele-Developer auch Texturen von ihrem Spiel logischerweise abändern, verändern, wie man das Ganze auch immer nennen möchte. Ich kann mir zwar nicht erklären, warum man jetzt hingehen sollte, einen Mangrovenbaum, der eigentlich eher so in die bräunlichere Richtung geht oder braun-orange Richtung geht, so rötlich gestalten sollte. Das ist ja nicht mal ein sanfter Rotton, es ist halt wirklich ein krasser Rotton. Und das würde halt schlichtweg erstens nicht zu einem Mangrovenbaum passen und zweitens auch absolut nicht in ein Sumpfbiom, wo es halt nochmal mehr mit diesem Mangrovenbiom in die Richtung braun, dunkelbraun geht, weil ja auch noch Matsch sozusagen dazukommt. Also es kommen ja Mattblöcke dazu und alles wird noch bräunlicher und dunkler. Also es passt absolut null. Trotzdem sollten wir das zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht ausschließen, dass es vielleicht einfach eine abgeänderte Textur ist, auch wenn es meiner Meinung nach sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Dann ist natürlich die, ja, 1-Million-Dollar-Frage, was ist denn das dann für eine Holzart? Also die meisten in der Community, überraschenderweise, sprechen von einem Cherry Tree oder auch Cherry Blossom Tree. Diese kennt man ja aus etlichen Mods von Minecraft auf der Java Edition, und dessen Farbe stimmt einfach mal exakt überein mit der aus dem offiziellen Screenshot. Das ist schon krass. Ich muss aber sagen, dass ich mir momentan echt wie Sherlock Holmes vorkomme. Ich bin so viele Bilder an analysieren. Also das ist echt der absolute Wahnsinn, ich sag's euch. Aber komplett unwahrscheinlich ist es gar nicht, dass es vielleicht ein Cherry Tree ist oder eine neue Holzart. Denn wir wissen ja, dass mit dem 1.19 Update nicht nur das Sumpfbiom ein Update erhält, sondern auch unter anderem wurde ja gesagt, der Birch Forest soll komplett überarbeitet werden und allgemein die ganze Natur in jeglicher Art und Weise soll aufgefrischt werden in Minecraft. Bisher, muss man ganz ehrlich gestehen, ist das 1.19 Update, was Größe angeht, noch relativ klein. Klar ist da der Warden, das Deep Dark drin, was ja an sich schon ein großes
großes Update ist, aber mal Hand aufs Herz, das soll schon seit über einem Jahr da sein. Dementsprechend müssen sie da eigentlich schon relativ weit mit sein. Also kann man das eigentlich eher mal so ein bisschen weglassen. Und natürlich auch die Overworld, aber da ist bisher nur der Sumpf neu. Also da wurde bisher nur am Sumpf sozusagen rumgeschraubt. Sei es jetzt Frösche, ne, Mangroven haben wir noch nicht mal bekommen in irgendeinem Snapshot oder Beta. Da haben wir natürlich auch noch die Boote mit Drohnen und, was da alles noch so dazukommt. Also gut möglich, dass da nicht nur eine Art Cherry Tree oder eine andere Baumart dazukommt, sondern noch viel mehr Bäume und Holzarten oder sogar noch viel mehr Biome. Zumal, wenn ich mir den Screenshot jetzt gerade nochmal etwas genauer anschaue, könnte es auch hier sogar schon zwei neue Falltüren geben oder auf diesem Bild zu sehen, also nicht direkt zu sehen sein, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Wenn wir jetzt nämlich einfach mal ganz links starten, da haben wir natürlich Akazie, also Nummer 1. Gegenüber der Akazie haben wir Schwarzeiche, also Nummer 2. Vorne haben wir wieder Dschungel, also Nummer 3. Gegenüber, wie eben schon gesagt, Crimson, Nummer 4. Dann haben wir da wieder Eichenholz, Nummer 5. Da gegenüber die andere Nether-Variante, Nummer 6. Dann die Fichte, Nummer 7. Gegenüber dann, ja, wahrscheinlich mit Vorsicht genießen, die neue Holzart, also Nummer 8. Ganz rechts wieder die Birke, Nummer 9. Und gegenüber von der Birke könnte ja theoretisch oder möglicherweise auch eine weitere neue Holzvariante sein. Ich bezweifle jetzt einfach mal, dass er dahin jetzt die Eisenvariante platziert hat, da diese ja nicht in irgendeiner Form mit Holz zu tun hat. Also entweder eine weitere Holzart, was dann vielleicht ja Mangrove sein könnte, ganz rechts auf der Seite, wie gesagt, und links daneben dann möglicherweise Cherry Tree oder einige vermuten auch, dass vielleicht die Azalea-Bäume ihre eigene Holzart endlich bekommen. Das bezweifle ich aber jetzt mal, da würde ich jetzt gar nicht mit rechnen, muss ich sagen. Es bleibt zusammengefasst auf jeden Fall echt spannend, Freunde, und die nächsten Tage, Wochen und auch Monate wird ordentlich was abgehen. Also uns erwarten ohne Ende weitere Screenshots, vielleicht auch Clips, die das neue Update oder neue Features in irgendeiner Form teasen und natürlich auch die neuesten Snapshots und Betas, die da so auf uns zukommen zum 1.19 Update. Oh Junge, aber was sagt ihr zu diesem ganzen Thema? Ist es für euch doch einfach nur Mangrove abgeändert, einfach mit einem Rotfilter drauf, keine Ahnung, oder eine oder sogar zwei neue Holzarten? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.